Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Hersteller bzw. einem Vertrieb, zu dem ich schon sehr gute Erfahrungen und sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte und in den letzten Videos aber eher sehr schlechte hatte, und zwar zu einem Set von Modbricks. Es ist ein Particles Blocks Set. Im Endeffekt sind das Diamond Blocks oder Micro Bricks. Es hat so viele verschiedene Namen, aber von den Teilen sind es dieselben Teile. Und zwar haben wir hier die Nummer 66502, und zwar das Aircraft Carrier Modell, also ein Flugzeugträger. Und das Set ist mit 1300 Teilen nicht gerade klein, kostet so um die 20 Euro und es ist ab 14 plus geeignet, was ich relativ lustig finde, weil damit wird es auf eine Stufe von dem Shiggy gestellt, was ich auch schon auf diesem Kanal hier vorgestellt habe. Und das Shiggy hat 300 Teile. Naja, nicht drüber nachdenken. Hier sehen wir, das Level sind 6 kleine Steine. Das ist eigentlich, glaube ich, das höchste sogar, was hier geht. Und dementsprechend werden wir hier wahrscheinlich schon unseren Spaß haben und mal wieder ein bisschen knobeln dürfen. Ich hoffe nämlich, das Level ist so richtig angegeben. Wenn wir hier oben schauen, sehen wir nochmal Mini Pixel World und die Größenangaben. Und zwar haben wir hier die Größenangabe von 8 mm, ein Zweierstein, und 5 mm ist die Brickhöhe. Und das erinnert mich irgendwie sehr an Microbricks als Hersteller, beziehungsweise LobbyU. Die haben nämlich immer so eine ähnliche Angabe hier gehabt. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir hier wahrscheinlich vom selben Hersteller gekauft haben, aber es eben über Modbricks vertrieben wird. Dann sehen wir hier auf der Rückseite nochmal Bilder vom echten Flugzeugträger. Das finde ich ja immer sehr schön, weil dann kann man das so vergleichen und schauen, ob es gut getroffen wurde. Hier haben wir nochmal, dass es auch wirklich von Modbricks stammt. Dann QR-Code, ein paar Warnhinweise, Mini Pixel World als Aufschrift und hier nochmal einen ganzen Text, was überhaupt dieser Flugzeugträger ist. Ihr könnt gerne, wenn ihr Englisch könnt, hier anhalten und euch das durchlesen. Und hier haben wir für die Kleinteile eine durchaus beeindruckende Größenangabe. Und zwar ist das Modell 8 cm breit und ganze 48 cm lang. Da sind wir dann nicht mal weit entfernt von der Wahoo von Kobe, die ja 60 cm lang ist. Und das können wir dann auch gerne mal im Verhältnis hinstellen und uns anschauen. Ich würde sagen, ich mache das gute Stück jetzt auf jeden Fall mal auf. Wir schauen uns die Teile an, wir schauen uns die Anleitung an und ich denke, wir werden heute wieder sehr viel Spaß haben. Und einen großen Pluspunkt bekommt von mir schon mal die Box. Schaut euch das mal an. Das ist das, was man die ganze Zeit bei Lego wieder möchte. Eine schöne Box zum Aufklappen. Und das Erste, was auffällt, leider, um Gottes Willen, ist das eine luftige Angelegenheit. Die Anleitung haben wir hier, die schauen wir uns auf jeden Fall dann auch noch an. Aber um Gottes Willen, lasst das mal auf euch wirken. In dieser Box ist ja mehr Luft als Teile. Hier haben wir die Grundplatten. Die fand ich ja schon beim Relaxo so schön. Dann noch die Teile hier, aber vor allen Dingen sehr viel Luft. Ich hole auf jeden Fall mal die Tüten raus. Dann schauen wir uns die Grundplatten und die Teile mal gemeinsam an. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal die Anleitung zusammen an. Von den Grundplatten haben wir insgesamt 6 an der Zahl. Und es sind, ich zähle mal schnell nach, und es sind 20 mal 20 Grundplatten hier. Also damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Davon haben wir 6 Stück. Und das schauen wir uns dann auf jeden Fall auch noch an. Und dann haben wir hier die Teiletüten. Wir zählen wie immer nach. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten. Wir haben auch keine Bauschrittbezeichnung auf den Tüten. Naja, ganz sortenrein sind sie nicht. Ich werde sie wahrscheinlich nun alle aufmachen müssen und alle in eine Schale machen müssen, weil wir haben, glaube ich, keine Bezeichnung. Wir müssen mal in der Anleitung schauen, ob es da irgendeine gibt. Die Teilequalität kann mich zumindest in den Tüten schon mal wieder überzeugen, obwohl ich immer noch davon geschockt bin, wie viel Luft in dem Karton war. Ist eigentlich schade, weil diese Karton zum Aufklappen, wie gesagt, das ist was, was man bei Lego sich wieder wünscht. Und was ja tatsächlich, glaube ich, nur noch bei den Ideasets so ist. Und dann ist das hier bei so einem Set für 20 Euro dabei. Und dann machst du sie auf und bist enttäuscht, weil so viel Luft drin ist. Das ist eigentlich schade. Also die Tüten sind, so wie es ausschaut, nicht in Bauschritte unterteilt. Und die Anleitung sagt uns schon mal, dass es heute wahrscheinlich knifflig wird. Aber das ist ja auch angegeben. Und zwar haben wir hier wie so eine Draufsicht. Und da muss man dann danach bauen. Ich schau mal, wie sich danach bauen lässt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist mal was ganz anderes als bei den anderen Klemmbaustein-Sets. Aber es ist auf jeden Fall fordernder, als wir das kennen. Da finde ich es auf jeden Fall ganz schön, dass hier oben wenigstens dann immer eine Liste angegeben ist, welche Teile man bei den 2 Bauschritten auf der Seite benötigt. Dann fange ich auf jeden Fall jetzt an zu bauen, dann sehe ich auch, ob die Teilequalität gut ist und dann werde ich euch immer mal wieder sagen, wie mich die Teilequalität überzeugt und ob ich Spaß bei diesem Bau habe und ob ich euch empfehlen würde, dieses Set genauso zu kaufen. Und am Ende gibt es wieder eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung. Viel Spaß!
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob man es Bauschritte nennen kann, weil bei anderen Herstellern ist die Teileanzahl, die hier verbaut wird, eigentlich Bauabschnitt. Aber nach Bauschritt 6, den ihr auch nochmal kurz in der Anleitung angucken könnt, wenn ihr wollt, sind wir so weit gekommen, dass quasi alle roten Teile verbaut sind, wir den Schiffsrumpf damit quasi angedeutet haben und jetzt anfangen hier oben die graue Fläche anzubauen. Ich muss sagen, obwohl ich erstmal ein bisschen Respekt vor der Anleitung hatte, ist das eigentlich bisher alles sehr smooth verlaufen. Die Anleitung trägt keine Schuld. Den einzigsten Fehler habe ich an anderer Stelle gefunden. Da reden wir auch noch drüber. Die Anleitung ist wirklich gut, wenn man dann die ersten roten Steine gelegt hat, und das ist in Bauschritt 2 so, dann weiß man immer, wo man ist, und dann kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Probleme gab es schon davor, und die hatten, wie gesagt, nichts mit der Anleitung zu tun. Wenn ihr euch das hier anschaut, seht ihr ja wahrscheinlich, dass hier verschiedene Höhen sind. Von diesen blauen Clear-Teilen gibt es verschiedene Höhen. Das liegt aber nicht daran, dass sie verschiedene Noppenhöhen haben, sondern gibt es da leider Probleme mit einem bestimmten Teil. Wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir ja, dass wir einmal diese großen Platten haben, dann diese kleineren Platten und dann diese länglichen hier. Und das Problem ist, dass diese Platten leider ein Problem haben und damit kaum auf die anderen passen und man die auch leider nicht ersetzen kann, weil es dafür keine Ersatzteile in Form von anderen Platten gibt. An und für sich ist das ja auch sehr sinnvoll, dass sie das hier bauen, weil man dann immer, je nachdem, wie hier unten die blauen Teile liegen, sieht bei den ersten Bauschritten, wo man ist, wie rum man gerade das Modell hält und vor allen Dingen, wo man bauen muss. Weil sonst würde man das in so einer Übersicht nicht erkennen, wenn hier die Platten alle gleich wären. Dementsprechend ist das eine gute Grundidee. Da aber die Teile eben fehlerhaft sind und die anderen nicht, hat man dann verschiedene Höhen im Modell und man muss wirklich schauen, dass man in den nächsten zwei Bauschritten versucht, das alles schön zusammenzudrücken, damit es wenigstens nicht so ein krasser Höhenunterschied ist, weil sonst wird man da seines Lebens nicht mehr froh. Und das ist das Problem. Ich habe es, denke ich, ganz gut geschafft, aber man sieht hier auch, wenn man hier ganz genau hinschaut, dass es hier solche Problemstellen gibt, wo es eben nicht genug zusammengepresst wurde. Und dann hast du eben immer mal so eine Kerbe oder so eine Kerbe im Modell. Und das ist sehr schade, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Aber gut, da sind eben die fehlerhaften Teile dran schuld. Ich weiß nicht, woran es da gelegen hat. Es hat wirklich kein Teil wirklich gepasst. Das eine ein bisschen besser, das andere ein bisschen schlechter. Aber allesamt wirklich nicht gut. Die restlichen Teile, alles was von diesem Blue Clear hier weg ist, auch diese Transkeyer-Teile passen dann sehr gut. Alles, die roten Teile passen sehr gut und die grauen Teile passen sehr gut. Da gibt es höchstens Probleme dadurch, dass man hier diese Wölbung eben dann ausgleichen muss. Aber das funktioniert mit den Steinen dann eben doch trotzdem erstaunlich gut. Und deshalb habe ich auch ein bisschen gewartet, bevor ich euch von diesem Problem erzähle, weil ich euch gerne gleich mal erzählen wollte, wie schlimm es dann im Nachhinein ist oder ob man eben dagegen auch vorgehen kann. Ich habe auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß gehabt, bis auf diesen Fehler. Und ich finde, das Modell sieht bisher auch ganz gut aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich baue weiter und dann sehe ich dann in den nächsten Bauschritt, den ich euch zeige, ob dieser Fehler von den Platten noch irgendwo ins Gewicht gefallen ist oder ob es wie jetzt den Anschein macht, dass man das zum Glück mit den anderen Teilen alles gut überdecken kann. Wir sind jetzt echt schon fertig mit Bauschritt 10 und wir sind jetzt tatsächlich schon so weit, dass alles, was als nächstes gebaut wird, nur noch mit Fliesen gemacht wird. Alle noppigen Steine oder Platten sind jetzt verbaut, bis auf 1, 2, die noch folgen. Aber sonst wird jetzt nur noch alles gefliest. Das ist relativ ähnlich wie bei der Modbricks Bismarck, die ja aus den normalen Lego-Teilen war, wo man eine Zeit lang nur Platten übereinander gelegt hat und dann obendrauf nur noch die ganze Deko gefliest hat. Ähnlich ist es auch hier. Nur, dass wir bei der Bismarck ein Modell hatten, was vielleicht 370 normale Teile hatte und hier bei diesem Schiff einfach mal 1300 Teile verbolzen konnten. Und wir sind jetzt noch nicht fertig. Der Spaß geht noch weiter. Das ist der Hammer. Ich meine, schaut euch das mal an. Da ist fast keine Luft umbaut. Das meiste davon ist wirklich aus Stein. Und alleine diese ganze Verschwendungslaune von den ganzen Teilen macht richtig, richtig Spaß. Und das hat jetzt schon richtig Gewicht, obwohl es kleine Teile sind. Also das ist echt der Hammer. Und das ist wirklich ein Daumen nach oben. Man hätte da so viel Luft umbauen können und hätte damit Teile gespart, aber nein, hier ist wirklich dieses verschwenderische Bauen, was ja einige Leute sehr mögen, par excellence betrieben und da bin ich ein großer Fan davon. Schaut euch mal das hier an. Allein in Bauschritt 9 und 10 wurden 120 von den 8x2er Platten verbaut. Das ist einfach nur der Hammer und das sind zwei Bauschritte. Ebenso mag ich sehr, dass hier bei der Anleitung einfach man nicht den Kopf ausschalten kann. Man muss immer mitdenken. Sie ist an keiner Stelle verwirrend und sie ist nie irgendwie falsch oder ähnliches. Aber sie ist auch nicht so, dass einem alles auf dem Tablett serviert wird. Man muss mitdenken, wenn man baut. Und da bin ich auch ein großer Fan davon, weil mir die anderen Anleitungen meistens entweder zu einfach sind und ich mag es meistens nicht, den Kopf abzuschalten, wenn ich baue. Klar, da gibt es auch mal Sets dafür und auch mal Zeitpunkte dafür, wo man das möchte, einfach nur entspannen will. Aber ich möchte eigentlich immer dabei sein mit dem Kopf, wenn ich was baue und das Spaß haben. Und das habe ich halt bei einigen anderen Sets nicht. Und das habe ich hier mal wieder wie bei
fast keinem davor, muss ich sagen. Und da bin ich ein großer Fan davon. Allein hier dieses Muster zu legen mit den Teilen, dass es wirklich dann so am Ende stimmt, erfordert sehr viel Konzentration, weil man ja hier immer mal doch noch verschiedene Teile dazwischen hat. Und ich meine, schaut euch alleine mal dieses Muster an. Das musst du dann einfach mal legen, musst immer schauen, wo bist du jetzt, was mache ich jetzt. Das sieht erstmal einfach aus, aber das ist es halt in echt nicht. Aber das ist super. Das gefällt mir und ich finde es super, dass die Anleitung so in diesem Stil gestaltet ist. Weil ja die Diamond-Block-Modelle meistens so gestaltet sind, dass man immer Ebene für Ebene baut. Und hier baut man eben auch weiter Ebene für Ebene. Und das ist jetzt nicht wie bei anderen Modellen so, dass man da jetzt so von dieser Absicht, Ebene für Ebene zu bauen, abgeht und einfach drauf losbaut. Hier bleibt man immer an derselben Ebene, wenn man baut, und das finde ich super cool. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und ich werde wahrscheinlich weiterhin meinen Spaß haben. Und dann sehen wir uns, wenn das Schiff fertig ist. Der Flugzeugträger ist fertig, aber bevor wir jetzt nochmal detailreich darauf eingehen, möchte ich nochmal ein kleines Schmankerl loswerden. Und zwar haben wir ja bei den Microblocks Pokémon von Lubiu immer so einen weißen Teiletrenner hier dabei. Und auch bei diesem Flugzeugträger hier haben wir einen dabei gehabt. Den habe ich erst mal übersehen, weil er unter den schwarzen Teilen gar nicht aufgefallen ist, weil der eben hier schwarz ist. Und das ist eigentlich 1 zu 1 der Teiletrainer von Lubiu, wenn man das sich so anschaut. Aber halt in schwarz und den habe ich jetzt neu in meiner Sammlung. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Gut. Unwichtige Sachen weg. Kommen wir jetzt auf jeden Fall zum Schiff. Auch bei den Fliesen, die wir haben, gilt das wie bei den Platten. Man muss immer schön nachdenken und der Kopf sollte nicht unbedingt ausgeschaltet werden, sonst wird man dieses Muster so nicht hinbekommen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr schön geworden und ohne das Muster wäre es irgendwie langweilig, oder? Auf jeden Fall haben wir hier wie so eine kleine Rampe noch gebaut, haben die ganzen Flugzeuge noch drauf gebaut, die eben dann hier drauf stehen, die Kampfjets, und haben hier nochmal wie die Radarstation und die Brücke gebaut. Hat alles sehr gut funktioniert, Teilequalität hervorragend gewesen. Ich meine, das haben wir abgehakt, das habe ich schon oft genug gesagt. Von dem her einen Daumen hoch. Und wenn man sich als Teilespender holt, wenn es einem das wert ist, warum nicht? Man hat hier sehr schöne Teile dabei. Es sind auch noch einige Ersatzteile übrig und vor allen Dingen auch sehr große Ersatzteile. Also wir haben mehrere zum Beispiel von diesen Teilen hier noch übrig. Dann haben wir noch ein paar Blue Clear Teile übrig und dann haben wir auch noch ein paar kleinere Teile übrig. Ich würde sagen, wir haben vielleicht so um die 50 bis 60 Teile übrig. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn wir uns jetzt hier die Flugzeuge anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind nicht fest. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Der Vorteil ist natürlich, man hat ja hier diese kleine Rampe gebaut und kann rein theoretisch jetzt mit diesem Jet hier einfach mal abheben. Gut, die Jets sind natürlich sehr einfach gebaut, nur angedeutet. Es ist halt Deko, muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber es gehört dazu. Also man kann schon Deko-mäßig draufstellen. Das hat jetzt natürlich aber einen Nachteil, wenn man sie gar nicht fixiert, sondern einfach nur draufstellt. Wenn man natürlich so einen kleinen Kampfflieger wie ich hat, so einen kleinen Wellensittich, oh, dann halten die nicht lange. Sagen wir es mal so. Ein Vorteil ist natürlich, man kann sie sich dafür natürlich so platzieren, wie man möchte, und man könnte rein theoretisch damit spielen, was denke ich auch die wenigsten machen werden. Das ist ja eher so ein Modell, was man sich hinstellt und darüber erfreut. Damit ich euch also jetzt das Schiff nochmal ganz zeigen kann, nehme ich auch mal diese Jets runter, weil die werden sowieso alle runterfliegen. Und ihr könnt euch die, wie gesagt, hinstellen, wie ihr wollt. Das ist nicht verkehrt. Ich meine, wie gesagt, das ist halt so ein kleines Gimmick noch, ne? Also man hat halt diesen Flugzeugträger und dann hat man halt nochmal 10 von diesen Jets hier angedeutet. Ich meine, ist ein kleines Gimmick, braucht man nicht unbedingt, aber ist völlig in Ordnung. Die Qualität der Fliesen vom Flugzeugträger ist auch wirklich sehr gut. Und zwar haben wir nur eins, zwei Teile, die ein bisschen verkratzt waren, und das sind diese hier. Die hat ein paar Kratzer, hier ist mal ein bisschen wie so eine Delle drin. Aber sonst haben wir eine hervorragende Steinequalität und gar nichts in diese Richtung, dass man sagt, da sind Kratzer oder ähnliches. Das ist wirklich nur diese eins, zwei Teile. Die könnte man wahrscheinlich sogar mit den Ersatzteilen noch austauschen, wenn man das möchte. Aber ich habe es jetzt wirklich so gebaut, wie es mir in die Hände gefallen ist, weil ich möchte auch nicht jedes Teil nach Kratzern überprüfen, bevor ich es aufbaue. Dann haben wir ein Problem, dadurch, dass hier unten ja dieses Problem mit diesen Platten war, was ja zum Glück dann in dem Bau hier jetzt nicht sich widerspiegelt, was wir mit den anderen Steinen noch rausholen konnten, haben wir aber jetzt hier das Problem, dass sich diese Grundkonstruktion so ein bisschen, wie soll ich sagen, verzogen hat auf die Länge. Das sieht man, wenn ich jetzt hier draufklicke. Das ist wirklich gewölbt, also das schaukelt hier, das wippt so ein bisschen hin und her. Es liegt auch nicht am Tisch. Da habe ich extra nochmal nachgeguckt, habe nochmal Wasserwaage draufgelegt, der ist gerade.
Aber hier haben wir halt dann das Problem durch die Platten. Das fällt jetzt nicht so unendlich stark auf, aber man muss es natürlich mit erwähnen, weil man sieht schon, wenn man hier hinguckt, da ist ein kleiner Spalt dazwischen. Wenn wir uns jetzt das Modell hier so von der Seite anschauen, muss ich sagen, ist es eigentlich sehr gelungen. Es ist auch schön schwer, es ist massiv, also aus den kleinen Teilen hat man da was Gutes, Massives gebaut. Das kann man auch hier mal in die Hand nehmen, da bricht nichts ab. Das kann man wahrscheinlich sogar mal kurz fallen lassen. Ich mache es jetzt natürlich nicht aus der Riesenhöhe, weil da wird es auch nie fallen. Aber mal aus, sagen wir mal, 10 Zentimetern fallen lassen. Hält es auf jeden Fall aus. Passiert nichts mit. Finde ich in Ordnung auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall mit diesen 1300 Teilen sehr viel Bauspaß. Fast sogar noch mehr Bauspaß als mit den Teilen in der Original-Lego-Größe. Das ist natürlich jedem seins. Der eine mag's, der andere mag's nicht. Ich bin ein großer Fan davon. 20 Euro kostet das Teil auf der Seite von Modbricks. Dafür kann ich es euch nur empfehlen. Da macht ihr nichts verkehrt. Ihr hattet euren Spaß, haben ungefähr 6 Stunden baut man dran. Wenn man ungeübter ist, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Wenn man ein bisschen geübter ist, vielleicht noch eine Stunde weniger. Je nachdem, auch ob man sich Zeit lässt, ob man es ein bisschen genießt. Ich habe es ja auch noch genossen zwischendurch. Ich will ja auch nicht nur durchrushen, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. Bin ich zumindest der Meinung. Ich stelle mir das auf jeden Fall jetzt hin. Ich werde mich darüber freuen. Es ist ein sehr schönes Schiff geworden. Man kann noch sehr viel modifizieren, weil noch viele Teile übrig sind, wenn man das möchte. Und dementsprechend kann ich euch nur eine Kaufempfehlung rausgeben. Wenn euch das Modell an sich gefällt, kauft es euch. Ihr werdet viel Spaß damit haben. Wenn ihr jetzt natürlich selber dieses Set besitzt, schreibt doch gerne eure Meinung in die Kommentare, wie euch dieses Set gefällt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Euer Krieg der Steine.